In den 1920er und vor allem in den 1930er Jahren erlebte die Rote Armee eine rasante Entwicklung in Bezug auf die Aufstockung ihrer Einheiten sowie eine zunehmende Sättigung mit technischen Waffen. Gleichzeitig begann die Sowjetunion aus talentierten Schützen ganze Scharfschützeneinheiten zu formen. Während des Zweiten Weltkrieges erwiesen sich sowjetische Scharfschützen als schwierige Gegner für die deutsche Wehrmacht. Diese Scharfschützen waren in der Lage, viele hochrangige und schwer zu ersetzende Offiziere der Wehrmacht und der Waffen-SS auszulöschen. Somit konnten sie die Befehlskette und die Moral ihres Feindes verwüsten und Chaos stiften. In diesem Video stelle ich euch die Top 10 der tödlichsten sowjetischen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg vor. Los geht's! Nummer 10. Rosa Chanina. Rosa Chanina wurde am 3. April des Jahres 1924 im russischen Dorf Edma in der Oblast Archangelsk als Tochter einer Kolholzmilchmaid und eines Holzfällers geboren. Im Februar des Jahres 1942 wurden sowjetische Frauen im Alter zwischen 16 und 45 Jahren zum Wehrdienst zugelassen. Das Schießen lernte sie zunächst auf einem Schießstand. Am 22. Juni des Jahres 1942 wurde Chanina für eine universelle militärische Ausbildung aufgenommen. Am 2. April des Jahres 1944 trat sie der 184. Schützendivision bei, wo ein separater weiblicher Scharfschützenzug gebildet worden war. Chanina wurde zum Kommandeur dieses Zuges ernannt. Drei Tage später tötete Chanina südöstlich von Vitebsk ihren ersten deutschen Soldaten. Für den Einsatz in den Gefechten aus Dorf Kotsigori im Oblast Smolensk wurde Chanina am 18. April des Jahres 1944 ihre erste militärische Auszeichnung, der Orden des Siegers 3. Klasse, verliehen. Sie war die erste Soldatin der 3. Weißrussischen Front, welche diese Auszeichnung erhielt. Laut dem Bericht von Major Daktiraev, dem Kommandeur des 1138. Schützenregiments, tötete Chanina zwischen dem 6. und dem 11. April des Jahres 1944 13 feindliche Soldaten, während sie Artillerie- und Maschinengewehrfeuer ausgesetzt war. Bis Mai 1944 stieg ihre Anzahl der Abschüsse auf 17 an. Chanina setzte erfolgreich Kontra-Scharfschützentaktiken gegen die deutschen Scharfschützen ein. War zum Beispiel ein deutscher Scharfschütze in einem Baum versteckt, wartete Chanina auf die Abenddämmerung, wenn der Raum zwischen den Ästen vom Sonnenlicht quer durchgeleuchtet wird und der Scharfschütze sichtbar wurde. Am 27. Januar des Jahres 1945 wurde Chanina schwer verwundet und später von zwei Soldaten mit ausgeweitetem Bauch gefunden, wobei ihre Brust durch einen Granatsplitter aufgerissen wurde. Trotz Versuche, sie zu retten, starb Chanina am folgenden Tag in der Nähe des ostpreußischen Guthofs Richau, 3 Kilometer nordwestlich des ostpreußischen Dorfes Ilmsdorf. Rosa Chanina erzielte insgesamt 59 bestätigte Abschüsse. Nummer 9. Alia Moldagulova. Alia Moldagulova wurde am 25. Oktober des Jahres 1925 in Kasachstan geboren. Sie wurde für den Einsatz als Scharfschützin im Zweiten Weltkrieg mit der allerhöchsten Medaille, die es gab, als Heldin der Sowjetunion ausgezeichnet und war damit neben Manchuk Mehmetova die einzige zentralasiatische Frau, die diese Auszeichnung erhielt. Im Oktober des Jahres 1942 begann Moldagulova eine Ausbildung als Fliegerin, meldete sich jedoch bereits 3 Monate später freiwillig zum Dienst in der Roten Armee. Während ihrer Dienstzeit erschoss sie nach eigenen Angaben 78 Soldaten und Offiziere der Wehrmacht. Am 14. Januar des Jahres 1944 wurde sie bei einem Nahkampf bei dem Ort Novosokolniki verwundet und starb einige Tage später an dieser Verwundung. Nummer 8. Wassili Grigorjewitsch Zaitsev. Wassili Zaitsev wurde am 23. März des Jahres 1915 im Ort Jelenskoje im russischen Kaiserreich geboren. Zaitsev wuchs als Sohn eines Hirten im Ural auf. Dort lernte er bereits in den früheren Jahren während der Jagd den Umgang mit dem Gewehr. Nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion gelangte Zaitsev zur sowjetischen Marine, wo er in der Verwaltung eingesetzt wurde. Im Spätsommer des Jahres 1942 meldete er sich freiwillig zum Dienst an die Front, woraufhin er in das 147. Schützenregiment der 284. Schützendivision versetzt wurde. Diese war im Rahmen der 62. Armee in Stalingrad stationiert. Während der Schlacht von Stalingrad soll Zaitsev nach sowjetischen Angaben als Scharfschütze
zwischen dem 10. Oktober und dem 17. Dezember des Jahres 1942 insgesamt 225 deutsche Soldaten erschossen haben. Nach Zaitsev eigenen Angaben sollten bis zum Januar des Jahres 1943 noch weitere 27 dazugekommen sein. Zaitsev erzielte insgesamt somit 242 bestätigte Abschüsse. Zaitsev wurde dann durch eine Landmine verwundet. Für seine Leistung ernannte ihn man am 22. Februar des Jahres 1943 zum Helden der Sowjetunion. Nach dem Krieg leitete er eine Fabrik in Kiew, bis er am 15. Dezember des Jahres 1991 im Alter von 76 Jahren starb. Nummer 7. Ludmila Pawlitschenko. Ludmila Michaela Pawlitschenko zählt mit 309 bestätigten Abschüssen zu den effizientesten Scharfschützen des ganzen Zweiten Weltkrieges und gilt als erfolgreichste Scharfschützin aller Zeiten. Pawlitschenko, gebürtig Belowa, wurde am 17. Juli des Jahres 1916 im ukrainischen Beliwa Zerkwa geboren und zog im Alter von 14 Jahren mit ihrer Familie nach Kiew. Dort wurde sie Mitglied eines Schützenvereins und verbrachte ausgiebig viele Stunden bei dem Abschuss eines Gewehrs. Im Juni des Jahres 1941, als das Dritte Reich unter dem Decknamen Barbarossa den Überfall auf die Sowjetunion startete, meldete sich Pawlitschenko als Freiwillige an die Front und wurde damit der 25. Schützendivision zugewiesen. Damit gehörte sie zu den rund 2000 weiblichen Scharfschützen der Roten Armee, von denen lediglich 500 den Krieg überleben werden. Ihre ersten beiden gegnerischen Soldaten erschoss sie mit einem Repetiergewehr Mosin-Nagant im Rahmen einer Exekution in der Nähe der Siedlung Belyayevka. Pawlitschenko kämpfte rund 2,5 Monate in der Nähe der ukrainischen Stadt Odessa, wo ihre Schüsse 187 gegnerische Soldaten töteten. Als die Deutschen die Kontrolle über Odessa erlangten, wurde ihre Einheit nach Sewastopol versetzt. Im Mai des Jahres 1942 war sie bereits im Rang eines Leutnants und wurde von der Führung der südlichen Armee für die Tötung von 257 Soldaten der Achsenmächte ausgezeichnet. Am Ende ihrer aktiven Einsätze hatte sie 309 feindliche Aggressoren nachweislich getötet und die Anzahl von ihr kampfunfähig geschossenen gegnerischen Soldaten ist unbekannt. Im Juni des Jahres 1942 wurde Pawlitschenko durch eine Mörsergranate verwundet. Sie erholte sich doch knapp einen Monat, nachdem die berühmt gewordene Frau wieder in die Front gekommen war, wurde sie aus dem Einsatz genommen, da die Armeeführung im Fall ihres Todes eine demoralisierende Wirkung auf die Soldaten befürchtete. Sie wurde nach Kanada und in die USA auf eine PR-Tour geschickt und wurde zur ersten Sowjetbürgerin, die vom US-amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Weißen Haus empfangen wurde. Bei der Rückkehr in die Sowjetunion wurde sie zum Major befördert. Bis zum Kriegsende blieb sie Ausbilderin für sowjetische Scharfschützen. Nummer 6. Semyon Nomokonov. Semyon Danilowitsch Nomokonov war ein sowjetischer Scharfschütze, während des Zweiten Weltkrieges dem 367 Abschüsse zugeschrieben wurden. Von der Wehrmacht erhielt er den Spitznamen Tiger-Schaman. Nomokonov wurde am 12. August des Jahres 1900 in der Siedlung Delyun im Zabalkalski-Krai im russischen Zahnreich als Sohn einer armen Jägerfamilie geboren und lebte von Kindheit an in der Taiga. Nomokonov benutzte im Alter von 7 Jahren zum ersten Mal ein Gewehr. Mit den weiteren Jahren jagte er Hasen, Hirsche und Elche. Als der Krieg an der Ostfront ausbrach, trat Nomokonov im August des Jahres 1941 den Militärdienst an, doch zunächst einen Subsistenzbetrieb eines Regiments. Dort machte er Krücken für die Verwundeten. Nomokonov wurde nur zufällig ein Scharfschütze. Im Herbst des Jahres 1941 evakuierte er einen Verwundeten, als er bemerkte, dass ein Deutscher auf ihn zielte. Nomokonov tötete den deutschen Soldaten mit dem Gewehr des Verwundeten. Während der Verwundete im Lazarett lag, testete Nomokonov sein Gewehr bei weiteren Soldaten der Wehrmacht, wie zum Beispiel bei einem, der sich am bewaldeten Seeufer entlang bewegte und sich bückte. Danach wurde Nomokonov zu einem Scharfschützenzug versetzt. Er begann mit einem Mosin-Nagant-Gewehr ohne Zielfernrohr zu schießen. Er markierte zunächst die Anzahl seiner Abschüsse auf seiner Rauchpfeife. Die Gesamtzahl seiner Abschüsse war bei 367. Nummer 5. Fjodor Diatschenko. Fjodor Trofimovich Diatschenko war ein in der Ukraine geborener russischer-sowjetischer Scharfschütze, der während des Zweiten Weltkrieges 425 feindliche Soldaten der Wehrmacht abgeschossen hat. Er wurde am 16. Juni des Jahres 1917 im Dorf Veliki Krinke geboren. Diatschenko war einer der effektivsten Scharfschützen der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges. Im Jahre 1944 wurde ihm der Status eines Helden der Sowjetunion verliehen.
1962 schied er im Rang eines Majors aus der sowjetischen Armee aus. Djatschenko starb am 8. August des Jahres 1995. Nummer 4. Fjodor Oklopkov. Fjodor Matjewitsch Oklopkov war ein sowjetischer Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg, dem 429 Abschüsse zugeschrieben wurden. 1944 für den Titel der Held der Sowjetunion nominiert, nachdem er seine 420 Abschüsse erzielt hatte. Oklopkov wurde am 3. März des Jahres 1908 als Sohn einer jakutischen Bauernfamilie im Kreis Kalznaj geboren. Nachdem er im September des Jahres 1941 in die Rote Armee eingezogen wurde, war er zunächst ein Maschinengewehrschütze im 1243. Infanterieregiment der 375. Infanteriedivision. Im Oktober des Jahres 1942, ungefähr ein Jahr nach seiner Ankunft an der Kriegsfront, wurde er in das 234. Infanterieregiment geschickt, wo er aufgrund eines Hinterhalts als erfahrener Schütze zum Scharfschützen ernannt wurde. Anfang August des Jahres 1943 war er zum vierten Mal im Kampf verwundet worden und das Ausmaß seiner Verletzungen erforderte eine Evakuierung in das Krankenhaus in Ivanovo. Als er als Scharfschütze an die Front zurückkehrte, erhöhte er schnell die Anzahl seiner Abschüsse, für die er mit verschiedenen Orden ausgezeichnet wurde. Er führte langwierige Duelle gegen feindliche Scharfschützen und wartete darauf, dass sie ihre Position aufgaben, bevor er einen Schuss auf ihre Position abfeuerte. Am 7. Juni des Jahres 1944 wurde ihm der Titel der Held der Sowjetunion verliehen, weil er insgesamt bis dahin 420 feindliche Soldaten abgeschossen hat. Seine offizielle Bilanz als Scharfschütze am Ende des Krieges betrug 429 getötete feindliche Soldaten, ohne die 27 zusätzlichen feindlichen Soldaten, die er mit seinem Maschinengewehr ausgeschaltet hat. Nummer 3. Michail Surkow. Michail Ilyich Surkow war ein sowjetischer Scharfschütze in der 4. Schützendivision der Roten Armee während des Zweiten Weltkrieges. Er wurde im Jahre 1921 in der sibirischen Stadt Bolschaj-Salir in der Nähe von Krasnojarsk geboren und stammte aus einer Familie von Jägern und Pelzfängern. Laut einigen sowjetischen Zeitungen hatte Surkow während des Zweiten Weltkrieges 702 bestätigte Tötungen, eine Anzahl, die ihn zum effektivsten Scharfschützen des europäischen Kontinents machen würde. Nachkriegsforschungen haben gezeigt, dass Surkows Figur sehr wahrscheinlich nur der sowjetischen Propaganda diente und dieser lediglich um die 440 Abschüsse erzielte. Nummer 2. Ivan Sidorenko. Ivan Mikhailovich Sidorenko war ein Offizier der Roten Armee, ein Held der Sowjetunion, der während des Zweiten Weltkrieges diente. Mit ca. 500 bestätigten Abschüssen war er einer der besten sowjetischen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg. Sidorenko wurde am 12. September des Jahres 1919 in einer Bauernfamilie im Bezirk Linkowski in der Oblast Smolensk in Russland geboren. Im Jahre 1941 kämpfte er als Juniorleutnant einer Mörserkompanie in der Schlacht um Moskau. Während der Schlacht verbrachte er viel Zeit damit, sich das Scharfschießen beizubringen. Seine Jagd nach feindlichen Soldaten war erfolgreich und veranlasste Sidorenkos Kommandeure, ihn zu befehlen, andere Scharfschützen auszubilden, die aufgrund ihres Sehvermögens, ihres Waffenwissens und ihrer Ausdauer ausgewählt wurden. Die Soldaten der Wehrmacht begannen bald damit, in Sidorenkos Operationsgebiet eigene Scharfschützen einzusetzen, um der neuen Bedrohung durch ihn und seine Männer entgegenzuwirken. Sidorenko wurde stellvertretender Kommandant des Hauptquartiers des 1122. Schützenregiments und kämpfte als Teil der 1. Baltischen Front. Er wurde jedoch mehrmals verwundet, am schwersten im Jahre 1944 in Estland. Infolgedessen blieb er bis zum Kriegsende im Krankenhaus. Während er sich von dieser Wunde erholte, wurde Sidorenko am 4. Juni des Jahres 1944 der Titel Held der Sowjetunion verliehen. Nach dem Kriegsende wurden ihm ca. 500 bestätigte Abschüsse zugeschrieben und er hatte über 250 Scharfschützen ausgebildet. Nummer 1. Wassili Kvachantiradze. Wassili Salvovich Kvachantiradze war ein sowjetischer Top-Scharfschütze während des Zweiten Weltkrieges. Ihm wurden bestätigte Abschüsse von mindestens und rund insgesamt 534 Abschüsse während des Krieges zugeschrieben. Kvachantiradze wurde am 2. Januar des Jahres 1907 in Dorf Kondkati in Georgien, damals Teil des russischen Imperiums, geboren. Bei Kriegsausbruch wurde Wassili im Jahre 1941 vom regionalen Militärkommissariat eingezogen und als Scharfschütze im sowjetischen 650. Schützenregiment der 138. Schützendivision eingesetzt. Er erwies sich in der Schlacht von Stalingrad, wo er 60 feindliche Soldaten mit seinem Scharfschützengewehr getötet hat.
Bis Oktober des Jahres 1942 hat er insgesamt 81 Abschüsse erzielt, wofür er mit dem Orden des Roten Sterns ausgezeichnet wurde. Wassili zeichnete sich weiter im Jahre 1944 während der Befreiung von Witebsk, Weißrussland, im Rahmen der ostpreußischen Offensive erneut aus. Bei einem versuchten Durchbruch deutscher Truppen um Schumilino erschoss er 44 feindliche Soldaten und ihm wurden in der Zeit vom Juni bis Dezember 1944 215 Abschüsse zugeschrieben, womit sich die Gesamtzahl seiner Abschüsse auf 436 feindliche Soldatenoffiziere erhöhte. In der Schlacht bei Schumilino wurde Wassilis Abteilung von Gegenangriffen umzingelt und vorübergehend vom Rest ihres Regiments abgeschnitten. Berichten zufolge gelang es dem Scharfschützen Wassili, Fallen und Hinterhalte zu improvisieren, ohne seine Position ein einziges Mal preiszugeben. Aufgrund ständiger Schikanen und Widerstände gelang es der Wehrmacht nicht, das Gebiet zu sichern, das als wichtig für die Schaffung einer Verteidigungslinie angesehen wurde. Ein kombinierter sowjetischer Infanterie- und Panzerangriff brach schließlich durch und besiegte die verbliebene Wehrmacht. Wassili Kavantiradze arbeitete auch mit den sowjetischen Scharfschützen Kuzma Smolensky und Fjodor Oplopkov bei seinen Einsätzen zusammen. Während der gesamten Zeit von 1941 bis 1945 erzielte Wassili Kavantiradze persönlich insgesamt 534 Abschüsse. Am 24. März des Jahres 1945 wurde ihm die oberste Medaille Held der Sowjetunion verliehen. Das war es heute zu der Top 10 der tödlichsten sowjetischen Scharfschützen im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.